schaut etwas so aus. Da. Wir haben hier natürlich noch viel, viel mehr. Das kommt alles noch. Also, was man hier wissen muss, alles, was nicht aufgegessen wird, kostet pro Stück 20 Euro Cent oder so. Das ist all you can eat. Du kannst essen, bis du nicht mehr stehen kannst. Und ihr kennt mich, ich werde heute nicht mehr stehen können, weil ich habe Hunger und es schaut mega, mega geil aus. Aber eben, das muss aufgegessen werden. Keine Lebensmittelverschwendung mehr. Gell? Das läuft hier so, du kriegst hier einen Zettel, wo keiner versteht, was draufsteht, außer die, die Thailändisch lesen und schreiben können, aber das sind ja die wenigsten. Und dann musst du hier ankreuzen, was du möchtest. Also es macht Sinn, mit jemandem hierher zu kommen, der auch versteht, was er hier bestellt. Weil alles, was zu viel ist, musst du bezahlen. Es muss aufgegessen werden. Ja, Frauchen, die wird jetzt da mal, ihr könnt es schon sehen, das Zeug ist voll, ich muss nur noch drauf los essen. Die lagen nicht hier. Chung-Chi. Also das heißt, Chum Cheese, also mit Käse, irgendwas mit Käse. Was ist das? Nein, es ist kein Thai Barbecue, ja, es ist genau das Chum Cheese. Ich hatte das noch nie. 9 Jahre in Thailand, ich hatte das noch nie. Geschmolzener Käse hier. Noch nie gesehen. Vielleicht ein Ginkak Cheese. Und dann noch Soße. Fleisch, Käse und noch eine scharfe Soße. Irgendwie passt das nicht. Mhm. Boah, ich muss euch ja nicht sagen, dass das verdammt gut schmeckt, aber ich lasse den Käse weg. Ich glaube, Fleisch und Soße, haufenweise Knoblauch und scharf. Oh, jetzt kommt Nachschub. Ja, noch für alle, die zugeschaltet haben, 7,50 Euro pro Person. Du kannst bestellen, so viel du willst, all you can eat, aber was du nicht aufisst, musst du bezahlen. Finde ich ein super System, so muss es sein. Keine Lebensmittelverschwendung. So, jetzt hat sie das qualitativ gute, bessere Fleisch bestellt. Kann man auch sehen, da mit einer feinen Marinade oder Soße. Sorry, vorher war eine falsche Information. Muscheln kann man auch nachbestellen, so viel man will. Das ist krass, für 7,50 Euro. Und natürlich auch Gemüse, so viel wie man will. Also nicht nur das, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich glaube, Jui ist heute nicht so auf dem Gemüsetrip. Ich glaube, heute schaut ein bisschen noch Fleisch aus. Ich frage mich immer, wie die das machen, wie kriegen die das hin, für so wenig Geld so viel aufzufischen. Ich weiß es echt nicht. Und wenn irgendeiner von euch immer fragt oder sagt, ja Mario, ich werde in Thailand ein Buffet aufmachen, so ein Buffet hier, und also Tischgrillzeugs anbieten, da bist du nie im Leben konkurrenzfähig, nie im Leben. Also wie willst du es machen? 7,50 Euro pro Person. Ich weiß es nicht, wie das funktionieren soll. Eine Marinade.
das richtig. อร่อยมากอันนี้ลูกเต็มหมูเหรอใช่เทริยากิเทริยากิลูกเต็มซอสเกาหลีซอสเกาหลี Also das ist eine koreanische Soße an diesem Stück Fleisch da. Das ist verdammt lecker. Pilze im Speckmantel. Auch geil, auch geil. Ja. Auch schaut wieder raus. Aus dem Bett. Als hätte ein Äffchen da herumgezupft. Im Liang. Yang. Hoi. Mai au. วันนี้ไม่เอาอิ่มแล้วกินกลางคืนที่โอเคชาวดอนต์นี่สเต็กก๊อสส่วนสุดท้ายนี่สเต็กก๊อสมีก๊อสโอเคต้องสั้นมาสก์ออฟแล้วต้องไปจ่ายOkay, schauen wir uns noch schnell an, wie das Restaurant heißt hier. Also, wir haben, oh, nachts schaut schon geil aus, wir haben da drüben den Park, wo ich ja heute war. Ich habe von hier gestreamt, im ersten Stream habe ich ja hier gestreamt, Leute. Da drüben ist der Park. Und rechts vom Park befindet sich dieses Restaurant. Und hier oben habt ihr den Namen und wie es ausschaut da. Jetzt geht's nach Hause. Bis dann, Leute. Bleibt gesund. Tschüss aus dem wunderschönen Thailand.